Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Spiel Final Fantasy Online. Ja, in der letzten Folge haben wir ja schon einen offiziell-inoffiziellen Auftrag bekommen von der von dem Bund der Morgenröte, glaube ich, heißen die jetzt. Und Bruderschaft der Morgenviper, nicht Morgenröte, das war jetzt wieder was anderes. Und heute wollen wir offiziell die Aufnahme hier abschließen. Also, noch einmal herzlich willkommen bei der Bruderschaft der Morgenviper. Gameplayerin, es ist mir eine große Ehre, dich in unsere Gesellschaft aufnehmen zu können. Die staatliche Gesellschaft Kridanias wurde gegründet, um mit vereinten Kräften gegen existenzbedrohende Gefahren für unseren Stadtstaat vorzugehen. Dazu gehören vor allem die Primäe und das Galaische Kaiserreich. Außerdem unterstützen wir den Wiederaufbau seit der Katastrophe. Unsere Bemühungen zeigen durchaus Erfolge, aber ehrlich gesprochen sind wir noch lange nicht über den Berg. Nichtsdestotrotz werden wir nicht müde, unter der weisen Führung der Saatseherin, ich will mal Start lesen, Khan E. Senna den Wald und seine Bewohner zu schützen. Dabei müssen wir alle zusammenhalten, so wie die beiden eng umschlungenen weißen Schlangen auf unserem Banner. Ja, das gilt auch für euch, Abenteurer. Gemeinsam kämpfen wir für das Wohl des Waldes, ohne Rücksicht auf die kleinlichen Belange Einzelner. Gameplayerin, wie sieht es mit dir aus? Welche Vorsätze hast du für dein Leben als Mitglied der Bruderschaft? Ich werde mein Bestes geben, ich werde weiter auf Abenteuer gehen. Ja, das sowieso. Ich werde Khan E. Senna folgen. Ich denke, aber ich sag mal einfach, ich werde mein Bestes geben. Das ist die richtige Einstellung, Mädchen. Mehr kann niemand verlangen und ich bin gespannt, was dein Bestes sein wird. Gameplayerin. Hiermit ernenne ich dich zur dritten Novizin, dem untersten Rang unserer Gesellschaft. Damit bist du offiziell in die Bruderschaft der Morgenviper aufgenommen. Denke daran, dass dies eine große Ehre ist, aber auch Verantwortung für das Wohl Kridanias mit sich bringt. Ich wünsche dir alles Gute auf diesen neuen Weg, den du von nun an beschreiten wirst. Hallo, hörst du mich? Ich bin's, Minfilia. Ein Offizier der Bruderschaft hat mir in diesem Moment die frohe Botschaft mitgeteilt. Glückwunsch zu deiner Aufnahme in die staatliche Gesellschaft. Hast du Zeit, noch einmal kurz im Sonnenwind vorbeizukommen? Wir haben Besuch. Also bis bald. Ui, was ist das denn? Jetzt haben wir hier so ein schönes gelbes Banner. Schön, Liefereinsätze freigespielt. Okay, okay, okay. Ich sehe hier doch irgendwo. Ja, ich sehe und ich sehe. Ach, jetzt auf einmal. Vorsel, hello. Der Name sagt mir was. Ich muss mal eben was nachgucken. Ja, er ist es. Wie geil, wie geil, wie geil, wie geil, wie geil. Also wir können leider erst... Oh, mein Kopf. Ich habe so Migräne im Moment. Wir können leider erst in der nächsten Folge wieder zurück und wem auch immer Hallo sagen, weil wir müssen uns jetzt heute daran halten, dass wir lernen, wie wir reiten können, damit wir dann endlich, endlich, endlich unser eigenes Reittier benutzen können. Das nehmen wir doch sofort an. Ah, dritte Novizin Winter. Wie ich höre, bist du unermüdlich im Namen Kridanias im Einsatz. Du bist wahrhaft ein Vorbild für die anderen Mitglieder der Bruderschaft. Aber sag mal, hast du nie das Gefühl gehabt, nicht schnell genug an deinen Zielort gelangen zu können? Oh mein Gott, das sage ich seit, keine Ahnung, gefühlt 100 Folgen. Nie das Verlangen nach einem schnellen Paar Beine verspürt? Doch! In diesem Fall empfehle ich dir einen persönlichen Schokobo. Du hast noch keinen eigenen Vogel erhalten, nicht wahr? Angesichts deiner
formidablen Talente solltest du im Nu einen bekommen. Lass mich dir mehr zu dem Prozedere erzählen. Zunächst musst du bei der Quartiermeisterin im Austausch gegen Staatstaler eine Chocobo-Lizenz der Bruderschaft erwerben. Sobald sich diese in deinem Sitz befindet, leg sie bei unserem Mann Kingur vor. Dieser wird dich mit einem geeigneten Vogel ausstatten. Ich bin gerade schon im Hintergrund und gucken, ob ich den irgendwo sehen kann. Okay. Kingur. Der ist aber nicht hier, ne? Aber ich hoffe, das wird gleich noch eingezeichnet. Luftschiff-Offizier. Mit dir kann man jetzt aber nicht sprechen wegen dem Luftschiff, oder? Ah, Novize im Winter. Willkommen an der Kartenauer Frontsoldatin. Willst du noch etwas fragen, bevor du in die... Nein, will ich nicht. Das sind dann nochmal... Okay, nein, das wollte ich jetzt aber eigentlich gar nicht wissen. Ich wollte wegen der Chocobo-Lizenz unterwegs sein und ich sehe den Typen gar nicht. Ich bin blind oder blöd oder beides. Moment, hier stehe ich. Und nirgendwo ist er. Mein eigener Chocobo. Wieso? Ach so, oder ich muss das erst bezahlen und dann wird das Ganze grün. Das kann natürlich auch sein. Oh, ich bin so dermaßen aufgeregt. Das könnt ihr nicht glauben. Das ist, glaubt keiner so aufgeregt, wie ich bin. Das ist der hier. Müsste. Aber wieso kann ich da jetzt nicht... Aha. Da musst du erstmal deine Chocobo-Lizenz der Bruderschaft sehen. Ja, aber wo soll ich die jetzt... Den Namen habe ich noch nicht gehört. Natürlich benötigst du dafür Staatstaler. Diese erhältst du durch den Abschluss von Aufträgen. Ach so. Diese erhältst... Ach so, das sind gar keine Gilden mit gemeint. Durch den Abschluss von Aufträgen für die Bruderschaft der Morgenviper. Kredanias staatlicher Gesellschaft. Okay. Das ist scheiße. Jetzt bin ich nicht mehr so aufgeregt. Jetzt bin ich ehrlich gesagt ziemlich enttäuscht. Ich gehe nämlich mal nicht davon aus, dass wir jetzt so schnell die Staatstaler oder wie sie sich nennen, zusammenkriegen. Scarlett, mit dem kann ich nicht reden. Freie Gesellschaft, Wappen, Jagdabzeichen. Ja, aber Jagdabzeichen, das hat wahrscheinlich jetzt nichts damit zu tun, oder? Jagdabzeichen Bruderschaft? Nö, hat offenbar nichts damit zu tun. Ja, jetzt bin ich aber wirklich ein bisschen, jetzt stehe ich hier irgendwie entweder ein bisschen auf dem Schlauch oder ich weiß auch nicht. Achso, hier kann ich ja gar nichts lesen. Dieses Dokument erhältst du gegen Staatstaler? Ja, das ist mir schon klar. Aber wie kriege ich diese scheiß Staatstaler? Information Bruderschaft der Morgenviper. Dritte Novizin. Vorsail Heliux. Keine Ahnung. Das ist von ihm. Achso, dass wir von ihm die Information bekommen haben. Ziel ist es, die Lizenz vorzulegen. Ja, das ist ja auch alles schön gut. Aber wie... Und wo bekomme ich jetzt genau die Aufträge, sage ich jetzt mal, um diese Staatstaler zu verdienen? Bei der Quartiermeisterin der Bruderschaft. Das ist die da hinten. Vielleicht kann die mir ja was sagen, wie ich das Zeug bekommen kann. Oder auch nicht. Die will mir aber auch irgendwie sonst nichts geben. Materialien. Helft mir doch mal weiter. Ich habe hier keine Ahnung. Liefereinsätze erledigen. Das ist das doch, oder? Moment. Informationen über Aufträge. Wenn du einen Auftrag im Namen der Bruderschaft der Morgenviper erfolgreich beendest, erhältst du als Belohnung Ordenstaler. Diese Taler sind eine spezielle Währung, die dazu benutzt werden kann, verschiedene limitierte Gegenstände zu kaufen. Ja, ihr könnt mich mal kreuzweise, warum ist das so kompliziert? Die von der staatlichen Gesellschaft ausgegeben werden. Außerdem kommen sie bei Beförderungen ins Spiel. Also zusätzlich, so verstehe ich das jetzt. Gib daher immer dein Bestes, um so viele dieser Taler wie möglich in deinen Besitz zu bringen.
Es gibt verschiedene Methoden, sich Staatsteile anzueignen. Ach so, hier oben sehe ich übrigens gerade. Ich weiß nicht, ob das eben schon war. Doch die wichtigste ist das Erledigen von Aufträgen. Andere Methoden beinhalten zum Beispiel die Teilnahme an Fates. Okay. Seit wann kriegt man dafür Staatsteile? Ich habe bisher dafür noch keine bekommen, soweit ich weiß. Die Erledigung von Bestarium-Zielen. Da habe ich... Ach so, der staatlichen Gesellschaft oder auch Kriegsbeschaffung und Nachschublieferung. Für die Erledigung von Staatserlassen, die von Verbindungsoffizieren ausgegeben, also das ist, naja, das Personaloffizier, winken ebenfalls Staatsteile als Belohnung. Aufgrund eines Abkommens zwischen den staatlichen Gesellschaften werden die Staatserlasse gemeinsam verwaltet, sodass sie bei allen Verbindungsoffizieren angenommen werden können, unabhängig von der eigenen Zugehörigkeit. Das ist schon mal gut. Die Verbindungsoffiziere stehen an den folgenden Orten. An den Trockendocks im unteren Lanuskea, okay. Jagdhütte, aber ich glaube, da habe ich die sogar schon mal gesehen. Jagdhütte der Hawthorns im Ostwald und Camp Knochenbleich im östlichen Tanalan, okay. Die Jagdhütte ist nicht weit von Gridania entfernt. Unterhalte dich doch mal mit dem dort stationierten Verbindungsoffizier, wenn du Interesse an Staatserlassen hast. Okay, das hört sich jetzt wiederum wichtig an. Ich muss mir das jetzt mal eben aufschreiben. Hawthorns, weil das wird er mir wahrscheinlich nicht anzeigen. Jagdhütte. Nicht weit von Gridania. Ja, okay, das ist aber das Umfeld davon. Stationierten Verbindungsoffizier. Okay. Ja, dann schauen wir mal. Was möchtest du? Ich möchte befördert werden. Im Moment bist du dritte Novizin. Lass mich dir erklären, welche Bedingungen du erfüllen musst, um zweite Novizin zu werden. Okay. Staatsteiler im Besitz? Keine. Für die Beförderung würde ich aber 2000 bekommen. Muss aber wahrscheinlich wahnsinnig viel machen, denke ich mal. Ach nee, ich muss dafür 2000 bezahlen, oder wie? Gebühr zur Beförderung. Wollt ihr mich verarschen? Und ach so, und dann kann ich 5000 mehr... Ich bezahle quasi 2000 von den Talern, damit ich insgesamt 5000 mehr im Besitz haben kann. Ah, okay, das habe ich jetzt verstanden. Liefereinsätze erledigen. Kupferarmbänder. Nee. Doch, das ist aber doch jetzt ein Liefereinsatz, oder? Habe ich aber keinen. Nehme ich mal stark an. Kupferarmband könnte... Oh, ich habe sogar noch eins. Ja, geil. Wie cool. Ich habe meine erste Lieferung gemacht. Ach so, deswegen stand das hier auch. Ah, verstehe. Gegrillte Forelle und so weiter und so fort. Die Sache müsste ich theoretisch besorgen. Das heißt, wenn ich ganz viel Glück habe, könnte ich theoretisch die Sachen kaufen, wenn die jetzt nicht zu teuer sind. Und könnte die Sachen dann hier hinbringen. Ne? Ahornzweig. Oder halt selber craften, ne? Also gegrillte Forelle brauchen wir 3. Könnte ich vielleicht sogar machen. Ich weiß aber nicht, ob ich Forellen habe. Ahornholzklumpen. Ach, das sind Schuhe. Ach so, okay. Die muss ich auf jeden Fall herstellen, die Sachen. Ab Stufe 5. Ja, ich glaube, ich habe da die Stufe 5 leider noch nicht... Aber ich habe ja noch 20 Stunden Zeit. Dann würde ich sagen, dass ich jetzt erstmal nebenbei schauen werde, dass ich eventuell noch ein bisschen die Klassenlevel, die ich brauche, wobei hier alle Klassen, ach nee, alle Klassen ab Stufe 1. Das heißt, die müsste ich auf jeden Fall machen können, theoretisch. Die bringen aber alle jetzt nicht besonders viele Staatstaler. Moment, ich sehe gerade Nachschub. Rohlapis Lazuli. Ein Süßwasserfisch, ja, Fischen ist immer so eine Sache, weil das kostet halt unheimlich viel. Aber Rohlapis Lazuli. Wenn ich jetzt wüsste, wo ich den bekomme, dann könnte ich den theoretisch auch sammeln. Das wird wahrscheinlich jetzt eine Riesensache werden, gehe ich mal stark von aus.
Experteneinsätze kann ich nicht machen. Ach so, sind ab Rang zweite Schlangenjüngerin erhältlich. Okay. Gut. Also man muss sich quasi erkaufen, dass man besser wird im Rang, damit man bessere Einsätze, sage ich mal hier, also oder mehr Einsätze bekommt, die man machen muss. Und damit man mehr von diesen Talern behalten kann. Ja gut, also gut nicht, aber ja, ich werde mal mein Bestes geben. Ich werde mal versuchen, ein paar von diesen Sachen zu machen und werde versuchen, dadurch entsprechend die Taler zu sammeln und hoffe, dass ich dann irgendwann heute auch noch dazu komme, mir die Lizenz zu holen. So, ich habe teilweise selbst gearbeitet, teilweise hatte ich ein bisschen Hilfe vom Skull und ich habe jetzt 359 von diesen Staatstalern gemacht insgesamt und habe hier mal geguckt, wir können uns eine Chocobo-Lizenz leisten. Die kaufen wir natürlich direkt. Habe ich die jetzt gekauft? Das ging jetzt so schnell, ich habe es gar nicht mitbekommen, wenn ich jetzt ehrlich bin. Ich werde mal, also das war jetzt gerade der Skull, wo ich jetzt gerade vorbeigehüpft bin. Ich werde jetzt mal rüberlaufen zu dem Chocobo-Typen hier und werde dem mal die Lizenz zeigen und hoffen, dass wir jetzt endlich das Reiten erlernen können. Du willst einen Vogel, sagst du? Da muss ich erstmal deine Chocobo-Lizenz der Bruderschaft sehen. Aber natürlich, bitteschön. Ja, soweit scheint alles in Ordnung zu sein. Einen Moment bitte, ich bin sofort mit deinem Chocobo zurück. Ich kann nicht genug Fotos machen. Und hier ist er. Der Junge war schon die ganze Zeit extrem gut aufgelegt. Er muss gespürt haben, dass seine Meisterin auf dem Weg ist. Nun denn, um das Ganze formell abzuschließen, solltest du deinem treuen Begleiter einen Namen geben. Oh Gott, das auch noch? Nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da bin ich gar nicht drauf vorbereitet. Wie gebe ich ihm denn jetzt einen Namen? Hallo? Vor allen Dingen, ist das jetzt verbuggt oder was? Das sag mir jetzt bitte nicht. Oh, ich dachte gerade schon. Okay. Also, dir soll ich jetzt einen Namen geben, mein Süßer. Wie nenne ich dich denn? Ich bin ja gar nicht drauf vorbereitet, wie gesagt. Ich würde dich jetzt gerne Lars nennen. Irgendwie siehst du so aus. Also nicht wie der Lars, sondern wie ein Lars. Gelber Hüpfer. Ich weiß nicht. Kann man den nachher noch umbenennen? Ich weiß es nicht. Ich suche mir mal eben einen Namen aus und dann hole ich euch gleich wieder hinzu. So, ich habe mich jetzt für einen Namen entschieden und zwar. Nee, nicht Windlufer. Ach, man kann hier kein. Ach, man kann wieder kein E schreiben. Jetzt sieht das so natürlich blöd aus. Windläufer. Naja, gut. Es ist halt scheiße, wenn man es nicht vernünftig schreiben kann. Wir nennen dich jetzt Windläufer. Schnell wie der Wind bist du. Ja, und schnell wie der Wind war ja dann auch schon wieder weg. Jetzt müssen wir noch mal mit ihm sprechen hier. Mein eigener Chocobo. Mindestens Stufe 20. Mindestens Stufe. Ach so, ja, klar. Moment, da muss ich mal eben. Ich war ja jetzt hier noch komplett im Rausche. Nee, das ist mein Schurke. Moment, ich war gar nicht hier. Das war der falsch. So, jetzt kann ich mit ihm sprechen. Hihi, ich glaube, ihm gefällt der Name. Hier ist deine persönliche Chocobo-Pfeife. Einfach reinpusten und dein gefiederter Freund wird dir zur Seite eilen. Aber sei vorsichtig mit ihm.
Wenn er sich nicht in überfüllten Städten oder monsterverseuchten Höhlen blicken lässt. Chocobos sind zwar recht beherzte Kreaturen, aber auch sie kennen ihre Grenzen. Zu guter Letzt überreiche ich dir deinen gesetzlich vorgeschriebenen Chocobo-Führerschein. Damit wären die Formalitäten abgeschlossen. Ich wünsche dir und deinem Chocobo viele erlebnisreiche Jahre zusammen. Oh, danke, 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 danke. Ah, ich kann endlich, sorry, aber ich bin mich gerade so gefreut, ich kann endlich reiten. Oh, mein Gott, jetzt weiß ich aber gar nicht, wo ich überhaupt die Pfeife habe. Benutzen. Wurde deinem Reittierverzeichnis hinzugefügt? Okay, dann Reittierverzeichnis. Ich habe... Wo ist denn mein anderes Reittier hin? Hallo? Ich habe noch ein gekauftes Reittier. Warum kann ich jetzt nur den Chocobo benutzen? Aufsitzen. Du kannst hier kein Reittier benutzen. Ja, natürlich. Der Chocobo kann nach hier laufen, aber wir können hier kein Reittier benutzen. Na gut, dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut. Ich schaue mir das mal genau an, wo ich ihn rufen kann, beziehungsweise... ja, warum ich jetzt meinen Karfunkel, was ich mal gekauft habe, nicht rufen kann. Das würde mich nämlich jetzt auch mal interessieren. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge zur Erledigung weiterer Aufgaben wieder. Bis dann. Ciao.